Am Mittwoch kommt es im Deutschen Bundestag zu einem scharfen Rededuell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Norbert Röttgen, dem parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Scholz sprach sich in den vergangenen Wochen mehrfach gegen die Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine aus. Nun provoziert Röttgen mit der Frage: Sind Sie der Auffassung, dass Frankreich und Großbritannien durch die Lieferung der Marschflugkörper Kriegsbeteiligte geworden sind? Scholz reagiert bockig. Mit Halbwahrheiten wird öffentliche Kommunikation betrieben. Ich habe Sie ja zitiert. Und deshalb will ich sehr konkret sein. Nein, durch die Lieferung der Waffen wird man nicht Kriegsbeteiligter. Niemand hat das gesagt, ich nicht und auch sonst keiner, den ich im verantwortlichen Umfeld der Bundesregierung kenne. Dann wird Scholz richtig sauer und greift Röttgen direkt an. Und was mich aber ärgert ist, sehr geehrter Abgeordneter, lieber Norbert, dass du alles weißt und eine öffentliche Kommunikation betreibst, die darauf baut, dass dein Wissen kein öffentliches Wissen ist. Ich glaube, das sollte in der Demokratie nicht der Fall sein. Es wird laut im Bundestag. Präsidentin Bärbel Baas geht mit einem Schlichtungsversuch dazwischen und erlaubt Röttgen, auf den Kanzler zu reagieren. Der kontert hitzig: Ich muss diesen Vorwurf erheben. Sie spielen nicht mit klaren Karten und Sie zielen darauf ab, die Öffentlichkeit in dieser Frage zu täuschen. Scholz weist den Vorwurf im Zusammenhang mit Taurus erneut als nicht richtig zurück. Aus meiner Sicht ist das eine sehr weitreichende Waffe. Diese Waffe könnte angesichts der Bedeutung, dass man die Kontrolle über die Ziele nicht verlieren darf, nicht ohne den Einsatz deutscher Soldaten eingesetzt werden. Das lehne ich ab.